Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Infovideo für dich, was auch relativ kurz und knapp gehalten wird. Und zwar geht es um die Frage, wie werde ich sichtbar? Es ist so, dass viele, viele, viele mir sehr oft unter meinen Videos in die Kommentare schreiben, bin ich überhaupt sichtbar? Weil viele YouTuber schreiben in ihre Infobox, um an den Verlosungen teilzunehmen, musst du ein sichtbarer Abonnent sein. Ja, manche wissen aber nicht, wie man das einstellt. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich erkläre euch das mal. Ich zeige euch das anhand von Screenshots, die ich euch dann immer zwischendurch einblende, die ich auf meinem Kanal gemacht habe. Und ja, so siehst du dann einfach, wie du ein sichtbarer Abonnent wirst. Wichtig dabei ist, dass du das zum Beispiel an deinem Laptop machst, weil ich die Screenshots auch von meinem Laptop genommen habe. Ich glaube nicht, dass man das übers Handy machen kann. Deswegen mach's am besten über deinen Laptop oder deinen PC. Das ist alles relativ simpel. Im Prinzip gehst du erstmal auf deine YouTube-Seite www.youtube.de. Es öffnet sich deine ganz normale YouTube-Startseite, wo du die ganzen Vorschläge hast zu den Videos, die jetzt gerade hochgeladen wurden, sei es durch Abos oder Videos, die dich eventuell interessieren könnten. Und oben rechts. Rechts, das ist rechts, befindet sich dein Kanal-Icon. Klick da mal drauf, dann öffnet sich so ein Dropdown-Menü und da klickst du auf Mein Kanal. Es öffnet sich ganz einfach deine Kanal-Startseite, wo man auch einen Banner einfügen kann, wo die selbst hochgeladenen Videos angezeigt werden. An den Seiten hat man dann auch die entsprechenden Informationen zu den Kanälen, die du selber abonniert hast oder Kanäle, die ähnlich wie dein eigener sind. Und du hast auf der linken Seite so ein Dropdown-Menü und da scrollst du einfach mal nach ganz, ganz, ganz unten. Ja, und ziemlich weit unten befindet sich dann ein Feld, das nennt sich Einstellung. Da klickst du einfach mal drauf. Es öffnen sich dann deine Account-Einstellungen, wo du alles Mögliche einstellen kannst und da klickst du einfach auf den Button Datenschutz. Es öffnen sich dann deine Datenschutzinfos und du hast dann relativ in der Mitte stehen so ein Feld, wo du drei Häkchen setzen kannst. Was jetzt in diesem Fall wichtig ist, ist, dass du das Häkchen bei alle Abos als privat markieren rausnimmst und dich damit sichtbar machst. Jetzt musst du nur noch auf Speichern klicken und schon bist du ein sichtbarer Abonnent. Ja, und bei vielen YouTubern ist es so, dass wenn du natürlich immer kommentierst und immer mit dabei bist und ja, dich beteiligst an der ganzen Geschichte, an der Entwicklung des YouTubers, dann bist du natürlich auch für diesen YouTuber entsprechend sichtbar, auch wenn du unsichtbar auf YouTube bist, sprich wenn du dieses Häkchen nicht gesetzt hast. Aber ich hoffe, so konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen und dir zeigen, wie man wirklich ganz offiziell und ganz regularisch, wie auch immer, öffentlich wird. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir, auch wenn ich mich gerade ein bisschen wie eine Nachrichtensprecherin fühle. Ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video, was dich vielleicht interessieren könnte. Und hey, vielleicht bist du auch noch nicht Abonnent meines Kanals. Dann kannst du hier oben mal klicken. Dann hast du mich kostenlos abonniert und ich würde mich mega drüber freuen, wenn du mich aktiv unterstützt. Vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Tschüss!